herzlich willkommen zu Joachims Filmsammlung. Ich habe seit langem mal wieder ein Update zu machen und es hat sich vieles angesammelt. Ja, und wir fangen mal mit den Steelbooks an. Als erstes habe ich den neuen Insidious-Style. Jo. Ich habe bis jetzt noch keinen Teil gesehen, ich habe jetzt den ersten auch mal mit heim. Der kommt auch gleich noch hier. Und dann habe ich mir als nächstes die Jurassic Park Steelbooks geholt. In dem schwarzen Cover, die neuen. Das war der dritte. Dann der erste. Und der zweite. Den Jurassic World habe ich noch in dem neuen, also in dem, wo er rausgekommen ist, in dem Steelbook. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich den auch im neuen Steelbook hole. Gut, dann habe ich mal als nächstes die Quadriologie von Scream geholt, die ja uncut sein soll. Soweit ich weiß, ist sie auch ausverkauft momentan. Und die Filme wollte ich jetzt auch unbedingt mal als Blu-ray haben. Ich habe sie die ganze Zeit als DVD nur gehabt. Ja, das war Scream. Dann habe ich mir für 4 Euro Free Fire geholt. Also besser gesagt, da war in der 5-20 Aktion. Und noch nicht gesehen, aber mal schauen. Dann habe ich mir noch in der Aktion 5-20 Dragon Blade geholt. Mit Jackie Chan. Und Adrian Brody und John Cusick spielen da noch mit. Dann habe ich mir geholt das Expendables Trilogie Steelbook, war auch in der Aktion. Ich habe ja den ersten Teil schon, aber die anderen Teile wollte ich jetzt auch mal so haben. Naja, gut. Die Filme braucht man nicht sagen, ne? Die sind ja klasse. Klasse wie immer. Und dann habe ich mal Halo Steelbook geholt, auch in der Aktion. Die Spiele hat mir auf der Xbox 360 gefallen und daher habe ich mir mal das Steelbook mitgenommen. Ne? Dann habe ich auch noch aus der Aktion Maximum Conviction geholt mit Steven Seagal. Auch noch nichts gehört über den Film, aber für 4 Euro kann man nichts falsch machen. Ne? Dann habe ich mal einen Kult auch aus der Aktion. Den wollte ich hier schon lange haben, jetzt ist er endlich auch so günstig gewesen. Den Street Fighter, den neuen. Die neueren, sagen wir so. Den habe ich auf Sky schon mal gesehen. Den fand ich nicht schlecht. Dann habe ich mal einen Filmkult, von dem ich hier abgeraten worden bin. Hm? Das Remake oder das neue Flatliners. Ich hoffe, der spiegelt nicht so sehr, dass ihr es auch gut seht. Ja, noch nicht gesehen. Allerdings war der nicht in der 5-20 Aktion, den habe ich da gekauft. Dann habe ich aus der 5-20 Aktion Dead Rising Endgame geholt. Da habe ich den vorherigen Teil schon, aber leider auch noch nicht gesehen. Ich habe so viele Filme, die ich noch nicht gesehen habe. Ich muss mal wieder mehr Filme gucken. Dann auch aus der Aktion Rapture. Steelbook schaut ja klasse aus. Mal schauen, wie der Film ist. Dann habe ich mir das Steelbook von Goonies geholt. Klasse Film, sollte jeder mal gesehen haben. Ja, vorne schaut klasse aus, hinten, naja. Dann geht es jetzt weiter mit den Mediabooks. The Killing of the Sacred Deer. Das soll ja auch so in Shining-Manier sein. Müsste ich auch endlich mal gucken. Ja, auf jeden Fall ein schönes Mediabook von Alive, so wie man es kennt.
Dann habe ich mir aus der Pierrot Le Fou das Monster Project geholt. Da habe ich ja schon ziemlich viel aus der Reihe. Das neue ist auch schon raus. Das holen wir jetzt auch, das Pie Wicket. Dann habe ich mir eine DVD aus der 25 geholt. Fever. Passend zur WM war. Man das mal mitgeholt auf DVD, war leider nicht als Blu-ray erhältlich, aber wie gesagt, für 4 Euro auch ist das nicht schlecht. Dann geht's weiter mit den Emeralds. Da habe ich Blu-ray Emeralds, da habe ich auch aus der 5x20 die FIFA WM 2014 Highlights mitgenommen, ne? Ich glaube, die FIFA WM 2018 Highlights brauche ich nicht, ne? Weil die Deutschen waren da jetzt nicht so der Bringer. Dann auch aus der Aktion Fate der Träume mit Kevin Costner. Wollte ich auch mal haben. Habe ich jetzt auch mal bei Sky mal kurz gesehen, aber nicht komplett im Film. Scheint ein guter Film zu sein. Dann habe ich wieder einen aus der Aktion, Out of Sight. Ist ja einer meiner Lieblingsfilme von George Clooney ist. Den finde ich so klasse. Ja. Dann auch aus der Aktion Touristas. Der lief vor Jahren mal auf ZDF im Nachtprogramm. Hat mir jetzt auch gefallen. Für den Preis haben wir es mitgenommen. Dann für 10 Euro habe ich mir Bad Moms 2 geholt. Der erste wäre richtig klasse. Ich hoffe mal, der zweite ist auch so gut, aber man hört nur Gutes. Dann habe ich mir aus der 25 Aktion der letzte Countdown geholt, auch mit 3D. Ich habe leider keinen 3D-Fernseher, von daher habe ich den auch in 2D geguckt. Und das ist für mich auch ein Klassiker, ich finde ihn so klasse auch. Sollte auch jeder mal gesehen haben, den Film, vor allem für den Preis. Dann für mich der Flop des Jahres. Downsizing habe ich mir angeguckt, der Trailer war so klasse. Aber der Film bringt was ganz anderes, als was gezeigt worden ist. Es geht am Anfang bis Mitte des Films, so wie es der Trailer zeigt, und dann wird der Film sehr tiefgründig. Und ich mag eigentlich Filme, die wo nur tiefgründig sind oder die wo nur unterhaltsam sind. Und so eine Vermischung gefällt mir einfach nicht. Ja, deswegen von mir der Flop des Jahres. Dann habe ich mir die für 5,99 die Sinister Dali geholt. Hatte ich auch noch nicht in der Sammlung. Dann kommt, wie gesagt, der Insidious. Der hat auch 5,99 gekostet. Muss ich jetzt auch mal anfangen, die zu schauen. Ja. Ich habe so viel zum Schauen. Und zwei MOEs noch in der schwarzen Edition. Die habe ich. Das war von der Deadpool-Aktion da, wo der Deadpool von abgebildet war. Zum einen war das Terminator 1, hatte ich bisher auch nur als DVD. War jetzt auch mal wichtig, den auf Blu-ray zu haben. Und dann einmal in der Edition Big Trouble Little China, da habe ich hier schon das Zavi-Steelbook. Film hat mir jetzt nicht so unbedingt gefallen. Mal schauen, ob ich die behalte, bin mir noch nicht sicher. Schauen wir mal. Und dann habe ich noch Filme, die ich auf der Filmbörse gekauft habe. So einmal Hangover. Die waren gebraucht, sehr günstig von einem Wiener Gebrauchthändler, der immer auf der Nürnberger Filmbörse ist. Also kann man nur empfehlen. Hammer Preis hat der. Da habe ich auch 2012. Into the Blue,
Den hatte ich auch bisher nur auf DVD. Auch ein klasse Film. Paul Walker, ne? Dann Exodus. Habe ich schon gesehen. Fand ich gut. Ich glaube, 2 oder 3 Euro hat er gekostet. Gebraucht. Dann die drei Musketiere. Der auch hier in Bayern gedreht worden ist. In Bamberg, Regensburg und so weiter. Würzburg, glaube ich, noch. Habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Und dann habe ich noch We Are Your Friends, habe ich leider auch noch nicht gesehen. Und House of Cards, ich glaube, die hat 5 Euro die Blu-ray-Staffel gebraucht, die kostet die erste Staffel. Habe ich aber leider auch noch nicht gesehen. Muss jetzt auch mal anfangen. Das war's dann. Bis dahin, euer Joachim.